Christian, ist die Klette endlich losgeworden, ne? Die ist keine Klette. Also nicht mehr. Wirklich, sie hat das akzeptiert, dass Christian nichts von ihr will. Meinst du? Warum blieht sie dann für euch und schläft im Wellnessbereich auf der Liege? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich hätte dich nicht zu diesem Pferderennen einladen dürfen. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass du mit Robert zusammen bist. Bin ich nicht. Irgendjemand hat behauptet, ich organisiere kommerzielle Veranstaltungen. Das stimmt doch überhaupt nicht, oder? Kluges Kind. Und wie viel? Sind 100.000 okay? 100.000? Ich möchte mit dir darüber nicht diskutieren. Es ist und bleibt mein Geld. Auch wenn mein Vater diesen blöden Passus in sein Testament gesetzt hat. Entschuldigung. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass ich gehe. Wohin und wie lange? Wohin weiß ich nicht. Aber wie lange, das kann ich dir sagen. Ich gehe für immer. First ray in the morning, till the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Erst sprichst du davon, Charlottes Werk am Leben zu erhalten und dann wirfst du alles hin. Gerade weil mir Mutter sehr viel bedeutet hat, muss ich gehen. Mir ist klar geworden, dass sie die Seele des Fürstenhofs war. Und mir ist klar geworden, wie sehr sie hier missachtet wird, besonders von dir. Aber ich vermisse Charlotte doch auch. Robert, bitte. Wenn du bleibst, sind wir doch trotzdem noch eine Familie. Du hast die Familie doch schon längst zerstört. Du hast Mutter ein Leben lang betrogen, wo es nur ging. Und jetzt wirst du dich dieser neuen Frau an den Hals. Das ist ekelhaft. Ich habe mich in Barbara verliebt. Was ist daran ekelhaft? Du drehst es immer so, wie du es brauchst, nicht wahr? Einerseits willst du Mutter nicht für tot erklären lassen. Andererseits startest du ein neues Leben mit Barbara. Bist du etwa eifersüchtig, weil du selbst keine Frau hast? Ich habe kein Problem mit Frauen, ist das klar? Und lass dir das gesagt sein. Mutter hat es mit dir nicht mehr ausgehalten, deswegen ist sie gegangen. Wenn du gehst, ist das ein Untergang. Denn ohne den Fürstenhof bist du ein Nichts. Im Gegensatz zu dir schaffe ich es ohne fremde Hilfe und ohne fremdes Kapital überall, mir etwas Neues aufzubauen. Tja, wo denn? Unter der nächsten Brücke. Du kannst von meiner Restauranteröffnung in den gängigen Gourmetzeitschriften erfahren. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Nicht übel. Oh, es ist so schön, weißt du, wenn Menschen so völlig frei ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen können. Großartig. Besser so? Ja. Schön, dass ich dir mal eine Freude machen kann mit dem Dessert. Oh, es ist meine Leidenschaft. Neben dir natürlich. Leider ganz im Gegensatz zu Schokolade. Ich sag nur... Riesen-Oster. Ach komm, das musst du doch jetzt nicht erwähnen. Ich kriege hier Bauchschmerzen. Wie kann man so doof sein, so ein Riesending mit einem Mal aufzuessen? Tja, ich möchte gar nicht wissen, was du als Kind alles gegessen hast. Weißt du eigentlich, dass Helen sich für Alexander interessiert? Helen, das kann ich sagen. Doch, doch, sie hat es mir selber gesagt. Naja, obwohl, das wäre super, wenn sie so von mir losgehen. Oder wäre das ein Problem für dich, wenn Alexander näher kommt? Nee, das wäre großartig. Also für Helen wäre das das Allerbeste. Für Alexander natürlich auch. Findest du nicht? Doch, sage ich ja. Ja. Also diesmal ist es wirklich gut geworden, ne? Ist nicht zu süß? So.
Ich bin froh, dass Sie mit unserer Küche so glücklich sind. Ich werde das Kompliment gerne an meinen Bruder weiterleiten. Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen meinen Sohn kurz entführen. Kommst du bitte? Entschuldigen Sie, Vater. Weißt du, wer das war? Ja, ich weiß, wer das war. Hör zu, Robert will den Fürstenhof verlassen. Was? Ja, heute noch. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann er nicht machen. Warum? Er hat seine Koffer schon gepackt. Er hat gerade diese bewegende Rede auf Mutter gehalten und jetzt... Es ist aber so. Du musst was tun. Ah, ich? Ja, auf mich hört er doch nicht. Ihr habt euch gestritten. Nein, im Gegenteil. Ich bin extra zu Robert, um ihm zu danken, weil mich seine Rede so berührt hat. Er hat doch vollkommen recht damit. Die Familie ist das Wichtigste. Warte, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Es ist aber so. Ich wollte ihn eigentlich in die Arme nehmen, aber er hat mich eiskalt zurückgestoßen. Na gut, ich rede mit Robert. Er kann nicht einfach gehen. Wir brauchen ihn. Ich wollte ihn wirklich zurückhalten, aber das war vollkommen sinnlos. Ich fand die Charity-Veranstaltung sehr eindrucksvoll. Besonders Roberts Rede. So. Ich habe eigentlich gedacht, du hältst auch eine Rede über die neuen Stiftungsprojekte. Das hätte wohl kaum gepasst. Wieso nicht? Du hast doch alles mitgeplant. Da täuschst du dich, meine Süße. Elisabeth und ich, wir haben vollkommen konträre Ansichten. Und was gesellschaftliche Anlässe angeht, da ist sie einfach völlig unbedarft. Da habe ich mich lieber zurückgezogen. Mir hat es trotzdem sehr gefallen und ich glaube den meisten anderen auch. Das neue Projekt klingt auch sehr vielversprechend, findest du nicht? Naja, wenn du meinst. Hast du heute noch was vor? Nein, aber wenn du willst, dann können wir gerne was unternehmen. Ach nein, anders mal gerne, aber heute geht's leider nicht. Was hast denn du vor? Hm? Sag schon, mach's nicht so spannend. Ich fahre nach München zum Aufgalopp. Ja, das ist wunderbar, da komme ich mit. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Doch, die Idee ist wunderbar. Da treffen wir jede Menge Witz. Die will ich doch gar nicht treffen. Ich treibe mich lieber bei den Ställen rum. Dann treffen wir uns eben nach dem Rennen. Ich sitze lieber auf der Tribüne. Ich muss denn bloß meine Hutschachtel? Die ist bestimmt noch in München. Nein, nein, nein. Ich weiß ganz genau, ich habe einen dabei. Wann geht's denn los? Also, weißt du, ich nehme dich beim nächsten Mal mit, okay? Miriam, warte doch mal. Miriam? Es wäre toll, wenn ich bei dir einsteigen könnte. Mit meinem Stern gibt es keinen besseren Standort in München. Ja? Ja. Na, ich denke, das sind Formalitäten. Gut, dann schaue ich morgen bei dir noch mal vorbei. Ciao. Hätte ich mir denken können, dass Vater gleich zu dir rennt. Sind die vom Fahren zu meinem Auszug schon bestellt? Robert, bitte, bitte. Egal, was passiert ist. Ich will nicht, dass du gehst. Achtung, Achtung. Alexander sucht seinen kleinen Bruder Robert, ohne den er nicht leben kann. Hör doch auf mit deinen blöden Witzen, wirklich. Mir ist das wichtig. Du bist mir wichtig. Ich will dich nicht verlieren. Du kannst mich nicht mehr überreden. Mein Entschluss steht fest. Oh Gott. Tja. Reisen ist aber nicht aufhalten, oder? Wie muss ich das akzeptieren? Kannst du mir einen Gefallen tun? An. Bleib wenigstens so lange, bis wir einen neuen Küchenchef gefunden haben. Dein Restaurant hat einen guten Ruf zu verlieren. Ich gebe dir 24 Stunden und keine Sekunde mehr. Du kannst doch deine Arbeit nicht so mit Füßen treten. Du hast das aufgebaut, du hast das Restaurant zu dem gemacht, was es heute ist. Robert, was soll das? Bitte. Sag mir, warum. Sag's mir. Warum? Das Fax hier, das senden Sie für mich. Die Nummer steht oben drauf. Sehr wohl. Herr Klinker-Emden, hat die Bar heute geschlossen oder warum sitzen Sie hier so untätig rum? Ich habe heute frei. Und diesen freien Tag, den verbringen Sie ausgerechnet an Ihrem Arbeitsplatz? Das täuscht, ich bin zum Pferderennen verabredet. So. Und ganz zufällig mit meiner Tochter?
Ganz zufällig nicht, aber mit Ihrer Tochter, ja? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Doch, das habe ich. Es tut mir aufrichtig leid. Hören Sie, Ihr Platz ist hinter der Theke, aber ganz bestimmt nicht an der Seite meiner Tochter, klar? Ich bin sicher, das kann Ihre reizende Tochter selbst entscheiden, oder? Das kann sie eben nicht. Sie sind doch nur ein abgebrannter Playboy und sind da Miriams Geld her. Sehr geehrte Frau von Heidenberg, bitte schließen Sie nicht von sich auf andere. Sie können gerne weiterhin Spaß haben mit Werner Saalfeld, aber lassen Sie mich bitte zufrieden werden. Glauben Sie ja nicht, dass ich mir das hier noch länger von Ihnen... Maxim, schön, dass du hier bist. Ich bin mit Maxim zum Pferderennen verabredet. Ja, ich weiß. Dann können wir ja los, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich wünsche mir Glück beim Wetten. Schönen Tag. Ich warne Sie. Sie setzen auf das falsche Pferd. Umso besser. Man sagt doch Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Alex, du weißt, dass Vater mich nie respektiert hat. Aber bei der Rede ist mir klar geworden, dass er niemanden respektiert. Auch dich nicht und vor allem nicht Mutter. Er weigert sich, ihr Testament anzuerkennen. Und er weigert sich, der Fusionsauflösung zuzustimmen. Robert, bitte, daran änderst du überhaupt nichts, indem du gehst. Das ist mir egal. Vater denkt nur an seine Macht. Und ich habe keine Lust, hier zu bleiben und einer seiner Spielbälle zu werden. Ja, er hat Fehler gemacht. Aber genau deswegen solltest du hier bleiben und nicht einfach das Feld räumen. Und dabei zusehen, wie er Mutters Andenken beschmutzt und ausgerechnet bei einer Veranstaltung ihrer Stiftung zu Ehren mit seiner neuen aufkreuzt? Das ist geschmacklos. Das finde ich doch auch. Aber... Deswegen musst du nicht gleich gehen. Was glaubst du, wie es mir geht, ha? Was glaubst du, wie ich mich fühle, seit Katharina weg ist? Vater glaubt doch, dass der Fürstenhof ihm gehört, richtig? Es wäre doch mal interessant zu sehen, was passiert, wenn wir den Spieß umdrehen. Komm mit mir. Wir können nicht einfach abhauen, Robert. Wir können nicht alles, was Mutter wichtig war, im Stich lassen. Du hast selbst gesagt, dass du gehst, wenn Vater der Fusionsauflösung nicht zustimmt. Du warst noch nie jemand, der sich's leicht gemacht hat, richtig? Richtig, ja. Und es ist auch nicht leicht zu gehen. Und manchmal braucht's aber mehr Mut zu bleiben, als zu gehen. Und wenn du eins nie warst, dann feige. Taxi kommt bestimmt gleich. Es war bestimmt nicht angenehm, auf mich zu warten. Meine Stiefmutter kann ziemlich anstrengend sein. Naja, bei mir geht's. Ich kenne sie ja schon eine Weile. Du kennst Barbara? Kennen ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber du kennst es ja. St. Moritz, St. Tropez, Cannes. Immer die gleichen Partys, immer die gleichen Leute. Hallo, wie geht's? Hm? Ja, Bussi, Bussi, ciao, ciao. Genau. Oh, hallo, Tanja. Geht es Ihnen? Hallo. Schön, dich zu sehen. Ich muss leider los. Komisch, ob sie was hat? Ja, also vielleicht sollte ich da mal ein paar Dinge klarstellen. Also Tanja hat doch bestimmt schon ein bisschen was von mir erzählt, so nebenbei. Hm? Ganz vage. Ganz vage. Ja, vielleicht glaubst du besser nicht alles, was sie gesagt hat. Warum nicht? Ich habe sie mal abblitzen lassen. Ist schon eine Weile her. Aber ich glaube, sie ist immer noch böse. Dabei hatte ich eigentlich ganz gute Gründe dafür. Welche denn? Also das war so, ich hatte damals noch ziemlich viel Geld und sie war hinter meinem Geld her. Und ich wollte einfach eine Frau, die mich will und nicht nur mein Geld, verstehst du? Verstehe dich sehr gut. Okay. Entschuldige, dass ich vorhin einfach weg bin. Aber Robert hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Genau wie Miriam. Will Miriam auch den Fürstenhof verlassen? Nein. Robert etwa? Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Erst hält er diese bewegende Rede und dann lässt er uns einfach alle im Stich. Das ist schrecklich. Ach, wenn ich nur wüsste, wie ich ihn zum Bleiben bewegen kann. Aber Robert ist so stur. Von wem er das wohl hat, hm? Nein, im Ernst, mein Lieber. Vielleicht ist es besser so, denn
Dann bist du die Sorgen los. Barbara, wie kannst du nur so reden? Er ist mein Sohn. Entschuldige, ich hab's nicht so gemeint. Warum kann er nicht so sein wie Alexander? Nein, nein, ich habe gerade an dich gedacht. Setz dich doch. Deine Rede war wunderbar. Danke. Es ging allen sehr zu Herzen, wie du über Charlotte gesprochen hast. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Und dein Vater ist es sicherlich auch. Es ist mir völlig egal, was mein Vater über mich denkt. Was ist los, Robert? Habt ihr euch gestritten? Ich kann nicht mehr. Ich gehe. Für immer. Das darfst du nicht. Nicht nach dieser Rede. Gerade nach dieser Rede. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich von dir zu verabschieden. Mach's gut, Elisabeth. Jetzt mal langsam. Bitte sag mir, warum. Vielleicht kann ich dir helfen. Du hast mir schon geholfen. Was, ich? Ja. Du hast mir die Augen geöffnet. Du hast mir gezeigt, wie wichtig meine Mutter für mich war und immer noch ist. Ich ertrage es einfach nicht, wie schäbig hier mit ihrem Andenken umgegangen wird. Ich kann nicht mehr. Max, ich habe gerade mit Herrn Lüneberger von der Stiftung gesprochen. Es gibt ein kleines Problem mit den Buchungen. Wenn der Baron morgen abreist, dann ist die Suite im Westflügel für 2 Tage frei, richtig? Ganz genau. Sehr gut. Vielleicht können wir hier... Hallo, Herr Saalfeld. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ganz kleinen Moment. Optionieren Sie die Suite doch bitte für 2 Tage für das Ehepaar Lüneberger. Wir wollten eigentlich früher abreisen. Wir bleiben jetzt länger und das Zimmer ist nicht mehr frei. Selbstverständlich, sofort. Danke. Ich habe gehört, dass die Wohltätigkeitsgala ein großer Erfolg war. Voller Erfolg. Wir sind ganz glücklich. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Meine Tante hat... Entschuldigen Sie. Da scheint irgendwas mit dem Programm nicht hinzuhauen. Ja, ich schaue mir das mal an. Kann ich jetzt auch nichts machen. Ich muss mal im Büro nachschauen. Kleinen Moment, ja, die moderne Technik. Entschuldigung. Herr Saalfeld, wie geht's Ihrem Rücken? Ich hätte noch Massagetermin frei. Oh, das ist lieb, aber ich habe heute keine Zeit. Vielleicht ein andermal, ja? Klar, natürlich. Gern. Macht dir nichts. Wenn da mal Laura nicht dahinter steckt. Wenn dir deine Mutter so wichtig ist, dann denk auch jetzt an sie. Sie würde nicht wollen, dass du den Fürstenhof verlässt. Nein. Aber sie wollte immer, dass es mir gut geht. Und hier geht es mir nicht mehr gut. Du hast ihr Andenken erwähnt, dass du pflegen und wahren willst. Hast du das nicht ernst gemeint? Schon, aber das tue ich doch. Ihr Andenken, das pflege ich in meinem Herzen. Und mein Herz, das ist immer da, wo ich auch bin. Das tust du doch genauso. Schon, aber ich will gar nicht weg. Weißt du, wie schwer es ist, zum 2. Mal seine Heimat zu verlassen? Du kannst aber immer wieder zurückkommen. Hierher ja, aber nicht in meine Schule nach Tansania. Warum solltest du denn nicht zurück in deine Mission dürfen? Ich verstehe es auch nicht. Sie haben mich in die Verwaltung nach Passau geschickt. Du widmest dem Orden dein ganzes Leben und dann schicken sie dich in der Weltgeschichte herum wie eine Kiste Obst? Als Dienerin Gottes habe ich dorthin zu gehen, wo meine Hilfe am nötigsten gebraucht wird. Und in Passau benötigen sie deine Hilfe dringender als in Afrika. Das ist ja lachhaft. Mir ist eher zum Weinen. Du wirst Afrika sehr vermissen, ne? Ja. Und dich, Robert. Bete für mich. Ich warte noch die Abflussschlange, Zimmer 18. Es scheint dir von Schlangen hier nur so zu wimmeln. Du
wenn es stimmt, dass schwarzer Kaffee schön macht, musst du die Kanne leer getrunken haben, oder? Das sieht toll aus. Hast du noch was vor? Nicht mit dir. Ich muss auch arbeiten. Kann es sein, dass du mit Alexander verabredet bist? Hat Laura das erzählt? Und Sven? Ist es nicht so? Ja. Und? Nichts, ich freue mich. Deshalb musst du doch nicht sauer sein. Ich hätte aber einen Grund dazu. Verstehe ich nicht. Erklär's mir. Du willst es hören? Okay. Aber sag anschließend nicht, ich hätte jemanden angeschwärzt. Kann es sein, dass Laura bei Alexander schlecht über mich gesprochen hat? Warum sollte sie das tun? Weil sie mir ihren Bruder vielleicht nicht gönnt? Alexander will ganz plötzlich nichts mehr von mir wissen. Das kann doch auch ganz andere Gründe haben. Zum Beispiel. Siehst du? Ich sag dir, was Sache ist. Diese Familie ist seltsam. Alexander hat ein Problem damit, dass du mit Laura glücklich bist. Und Laura hat ein ganz, ganz großes Problem damit, dass ich und Alexander uns näher kommen. So ist es. Robert, warum musst du denn gerade jetzt gehen? Hm? Laura, mir ist klar geworden, was meine Mutter mir bedeutet und wie verlogen unser Vater ist. Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Komm, überleg's dir doch noch mal. Es gibt doch noch gar keinen neuen Koch. Wie sollen Hildegard und ich denn die ganze Laura, wenn du mich verstehst, dann versuch doch nicht, mich zu überreden. Ich hatte gehofft, dass wenigstens du mich akzeptierst und meine Entscheidung, wie ich sie treffe. Tu ich doch. Dann behandle mich bitte nicht wie ein Kleinkind. Es tut mir einfach weh, dich gehen zu lassen. Ruf mich bitte an, wenn du Probleme hast. Ich glaube, du wirst hier eher Probleme haben als ich. Wieso? Du bist ja dann weg. Ach so. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Mhm. Besonders die ersten Monate. Ja, ich war ein ziemliches Ekel. Ich habe so viel von dir gelernt. Ich habe so gerne mit dir gearbeitet. Ich auch mit dir. Alles Gute. Ja. Du hast es wirklich verdient. Wow. Mach's gut. Mach's gut, Schwesterherz. Jetzt raus hier. So toll. Ey, bei einem Rennen habe ich fast gewonnen. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. So. Und sonst? Hast du irgendjemanden Interessanten getroffen? Ach, nur die üblichen Pfeifen mit ihren behüteten Damen. Miriam, solche gesellschaftlichen Anlässe, die musst du nutzen. Warum? Ich war doch bei Maxim in bester Gesellschaft. Gestattet, dass ich das bezweifle. Du kennst ihn doch gar nicht richtig. Also das, was ich von ihm kenne, das reicht mir vollkommen. Du glaubst gar nicht, was der für peinliche Auftritte hatte. Der war ein richtiger Partylöwe. Jetzt ist er eine zahme Hauskatze. Ja, weil er pleite ist und anderen Geld will. Gar nichts will er. So. Und du? Mama, du brauchst dir keine Sorgen machen. Maxim will nichts von mir und ich auch nichts von ihm. Okay. Alexander? Ja? Hast du einen Moment, bitte? Klar, eben geht's. Um Robert. Ja, Robert. Ich bin mir sicher, es ist ein Fehler, dass er weggeht. Kannst du nicht überreden zu bleiben, bitte? Du kennst doch Robert, den kann man nicht überreden. Hast du es denn versucht?
Ich habe mit ihm geredet, ja. Ich bin der Meinung, es ist besser, einen Schlussstrich zu ziehen, als irgendwas festzuhalten, was sowieso nicht funktioniert. Ja, jetzt sprichst du von Katharina und dir. Das ist ja wohl was anderes. Ist es das? Ja? Die Katharina wollte gehen, Robert will gehen. Also, sollen sie gehen. Ich muss auch los, entschuldige. Alexander? Mann, warum seid ihr denn alle so feige? Der Stiftungsrat weiß nicht mehr weiter. Ah, weil sie nicht wissen, was sie mit der Rentensumme anfangen sollen, die bei der Spendengala angefallen ist. Na, du hast wirklich großartige Arbeit geleistet, Elisabeth. Danke. Aber die Stiftung kann die Gelder nicht ausgeben. Wieso denn nicht? Die Nachfolge des Vorstands muss geregelt werden. Die wollen wissen, wie das läuft. Ja, da eignet sich doch nicht mehr besser für die Aufgabe als du. Danke, das ist nett, dass du es sagst, aber... Neben meiner neuen Aufgabe in Passau, da kann ich nicht noch eine Stiftung leiten. Dazu habe ich einfach keine Zeit. Na ja, aber Zeit genug, meinen Sohn Robert gegen mich aufzuhetzen, die hast du. Nichts dergleichen habe ich getan. Ach komm, du hast ihn doch erst so weit gebracht, dass er den Fürstenhof verlassen will. Das hast du dir doch alles selbst zuzuschreiben. Er leidet unter dem Tod seiner Mutter. Denn im Gegensatz zu dir hat sie nie Zweifel an ihrer Liebe zu ihm gezeigt. Ja, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Dass du Charlotte so schnell nach ihrem Tod gegen eine neue Frau ausgetauscht hast, das war für ihn auch nicht gerade leicht gemacht. Schlechtes Gewissen machen, das könnte ihn nun. Aber glaube ich auch nicht, dass ich drauf reinfalle. Du tust mir leid, Werner. Na komm, spar dir deine Heuchelei. Du bist doch nur hier, weil du an mein Geld willst. Dein Geld ist Charlottes Geld. Du willst mich doch nur so weit bringen, dass ich Charlottes Testament anerkenne. Und tust dabei so, als ginge es dir um die Familie. Aber in Wahrheit benutzt du Charlotte schamlos, um für deinen feinen Orden an ihr Geld zu kommen. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Habe ich schon wieder was gemacht? Wollen Sie mich jetzt umbringen? Grund genug hätte ich ja. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Was ist passiert? Warum ist denn überhaupt niemand in der Küche? Sie haben keine Ahnung? Nein. Ich weiß von nichts. Hildegard, ich verlasse den Fürstenhof. Morgen. Was? Ja, ich wollte mich nur noch mal bedanken für die tolle, fruchtbare Zeit, die nicht immer einfach war. Mich auch entschuldigen für die Querelen, die wir miteinander hatten. Aber warum denn? Wissen Sie, jetzt Ihnen alle Gründe zu nennen, das würde den Zeitrahmen, glaube ich, sprengen. Ich kann es mir schon denken. Es muss furchtbar für Sie sein, so schnell eine neue Frau an der Seite Ihres Vaters nach dem plötzlichen Tod Ihrer Mutter. Hildegard, Sie sind der erste Mensch, der mich wirklich versteht. Machen Sie sich keine Sorgen. Für Sie wird sich ohnehin nicht viel verändern. Mein Bruder ist auf der Suche nach einem neuen Koch. Alles wird gut. Passen Sie auf sich auf. Du unterstellst mir im Ernst, ich sei auf Charlottes Geld aus? Unter dem großen Deckmantel der Nächstenliebe ist doch sicher genug Platz dafür. Kein Wunder, dass Charlotte mich und nicht dich in ihrem Testament bedacht hat. Ich soll mir von euch alles nehmen lassen? Ich habe für den Fürsten noch mein ganzes Leben lang gerackert.
manchmal habe ich das Gefühl, dass du Charlotte nie wirklich geliebt hast. Sonst würdest du nämlich ihren letzten Willen respektieren. Ja, Ewigkeit, Amen. Begreifst du denn nicht, dass du mit deiner Haltung nach deiner Frau auch noch deinen einzigen leiblichen Sohn verlierst? Willst du das wirklich? Ich habe ihn nicht gebeten zu gehen. Du tust aber auch nichts dafür, damit er bleibt. Ich habe es versucht, aber mit Robert ist nicht zu reden. Wenn dir Robert wichtig ist und du ihm zeigen willst, dass du seine Mutter wirklich geliebt hast, dann musst du dich anders verhalten. Wie ein Mann, den der Tod seiner Frau schmerzt. Lass Barbara aus dem Spiel. Ich gebe sie nicht auf. Schon gar nicht für Robert. Es geht nicht um Barbara. Es geht um deine Frau Charlotte, die du endlich für tot erklären lassen sollst. Ha, ich hab's gewusst. Es geht dir also doch nur darum, dass du und Robert alles erbt. Ich verzichte gern darauf. Aber kannst du dein Leben lang auf Robert verzichten? Du liebst ihn doch. Also zeig ihm das auch. Ach, ich... Wenn Robert erst mein eigenes Leben angefangen hat, dann ist es vielleicht endgültig zu spät. Ich habe heute richtig Angst vor der Küche. Zum ersten Mal wird Robert nicht mehr da sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und Alexander und ich, wir verstehen uns auch nicht mehr. Das darf nicht auch noch kaputt gehen. Wir müssen uns unbedingt wieder versöhnen. Laura! Oh Gott, was schleppst du denn da? Ziehst du um? Der wird sicher viel mal lieber tragen. Entschuldigung. Ist hier auch dein Zeug. Was meinen Sie? Überhaupt nichts bestellt bei dir. Ich will wohl schwer hoffen, dass du mal wieder nach Hause kommst. Und zwar bevor das alles hier verschimmelt. Entschuldige, dass ich nur noch bei Christian bin. Schon okay, ich gönn's dir doch. Ja? Klar. Ich muss nur noch diesen Superbad-Kritzen dazu überreden, dass er so einen Privatlieferservice macht. Das kriegst du doch hin. Sieht er gut aus? Ah, er ist richtig sexy, also für seine 60. Oh Mann, ich muss wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Es tut mir so gut. Aber gestern ging's einfach nicht. Ich war so durch den Wind. Ist irgendwas passiert? Du weißt es noch nicht. Robert verlässt den Fürstenhof. Für immer. Wie, wieso? Was spinnt der jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich verstehe das, dass es schlimm für ihn ist, dass sein Vater so kurz nach Charlottes Tod schon wieder eine neue hat. Hat Robert das gesagt? Der hat sie so geliebt, weißt du. Und komm, bitte, darum geht's doch gar nicht. Weißt du irgendwas? Also, klar weiß ich was. Robert ist über beide Ohren in Miriam von Heidenberg verliebt. Aber der hat ein Problem, dass sie im Rollstuhl sitzt, verstehst du? Aha, das hat er mir gar nicht erzählt. Und dann redet der über seine Gefühle. Der rennt lieber vor ihm davon. Nein, nein, wenn ich es Ihnen doch sage, da muss ein Irrtum vorliegen. Dankeschön. Wir suchen niemanden, nein? Ja, sicher bin ich mir sicher. Nein, Sie brauchen nicht noch mal anrufen. Danke, Wiederhören. Alfons, lassen Sie mir bitte einen Kaffee ins Büro bringen. Herr Seufeld, Moment einmal bitte. Da hat jetzt schon der zweite Bewerber angerufen, der bei uns Chefkoch werden will. Da muss irgendein Missverständnis vorliegen. Nein, nein, Alfons, das hat alles schon seine Richtigkeit. Robert verlässt den Fürstenhof. Was? Haben Sie es jetzt endlich geschafft, den Jungen aus dem Haus zu treiben, ja? Das ist allein Roberts Entscheidung. Und auf Ihre Meinung dazu kann ich gerne verzichten. Ja, das ist mir schon klar, weil es für Sie natürlich nicht angenehm ist, die Wahrheit zu hören. Sagen Sie mal, wie reden Sie mit mir? So wie vielleicht Charlotte auch mit Ihnen geredet hätte. Lassen Sie gefälligst meine Frau aus dem Spiel, ja? Ja, aber um genau die geht's doch. Nur weil Sie Charlottes letzten Willen verhindern und Robert damit vom Erbe ausschließen, deshalb geht er doch weg von ihr. Habe ich recht? Unsinn, gar nichts wissen Sie. Also halten Sie sich da bitte raus. Nein, das werde ich nicht tun. Ihr Verhalten muss Ihrem Sohn doch vorkommen, als hätten Sie weder ihn noch seine Mutter jemals geliebt. Ich habe Charlotte mehr und länger geliebt als Sie, verstanden? Dann ist es ja gut. Deshalb kann ich erst recht nicht verstehen, wie Sie Robert einfach so gehen lassen können. Sie haben doch keine Ahnung. Ich glaube schon. Schließlich habe ich auch einen Sohn. Und im Gegensatz zu Ihnen tue ich alles, damit es ihm gut geht. Ich verzichte sogar darauf, Alexander zu sagen, dass ich sein Vater bin. Und nur deshalb haben Sie das Glück, zwei Söhne zu haben. Verdient haben Sie es nicht. Thank you.
Was ist denn hier los? Weißt du, ich sitze zu Hause bei Trockenbrot und du vergnügst dich hier. Du, das Vergnügen fängt jetzt erst an. Das ist alles für dich. Wirklich? Für mich? Wieso das denn? Naja, ich musste früh raus und wollte dich nicht wecken. Aber weil ich Croissants genauso gerne mit dir teile wie das Bett. Bitte schön, setz dich doch. Du bist ja lieb. Nee, ich kann leider gar nicht. Du, das ist gar nicht so schwer. Du musst einfach nur die Knie beugen und dann so in den hinsetzen. Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss mit Robert sprechen. Und das ist dringender, als mit mir zu frühstücken. Du, Tanja hat mir erzählt, dass Robert den Fürstenhof verlassen will, weil er unglücklich verliebt ist. Also wenn das wirklich stimmt, dann muss ich ihn abhalten davon. Und um den Liebeskummer eines Saalfelds zu verhindern, lässt dazu, dass ich Liebeskummer bekomme, oder wie? Das ist jetzt wirklich wichtiger. Robert ist mein Bruder. Kenn ich irgendwoher. Bist du jetzt eifersüchtig? Nein, ich frage mich nur, warum du dich immer so reinhängst, wenn es um die Saalfeldbrüder geht. Entschuldigung, es ist meine Familie. War diese nette Familie jemals für dich da? Natürlich. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ihnen sehr viel zu verdanken. So, und jetzt muss ich los. Sie ist wunderschön. Deiner Mutter würde es dir sehr gefallen. Woher weißt du, dass meine Mutter diese Rose? Elisabeth hat mir erzählt, dass Rosen die Lieblingsblumen deiner Mutter waren. Sowas besprichst du mit meiner Tante? Es hat sich einfach so ergeben. Sie hat mich um Rat gebeten wegen des Blumenschmucks für die Veranstaltung. Ich fand deine Rede wirklich sehr ergreifend. Ich habe richtig gespürt, wie sehr du deine Mutter geliebt hast. Ja. Sie ist auch der Grund, warum ich weg möchte. Wie? Das gestern Abend, das war so eine Art Abschiedsrede. Ich verlasse den Fürstenhof. Du gehst. Das tut mir sehr leid. Mir auch. Du wirst mir fehlen. Unsere Begegnungen hier. Das ist mein Lieblingsrosmarin. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du dich um ihn kümmern könntest, damit er nicht eingeht. Klar, natürlich. Auch wenn ich dann immer an dich denken muss, wenn ich mich um ihn kümmere. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn Sie wüssten, was das für ein Gefühl ist. Sie erfahren, dass Sie einen Sohn haben und im selben Moment verlieren Sie ihn auch schon wieder. Herr Saalfeld, Sie dürfen Robert nicht gehen lassen. Sie haben leicht reden, Alphons. Von außen betrachtet scheint das alles eine Idylle. Aber ich erlebe auch die Schattenseiten des Vaterseins. Ja, und ich wäre froh, wenn ich die erleben dürfte. Mir tut's ja auch leid um Robert. Aber ich kann nicht immer, wie ich will. Ich muss schließlich an das Hotel denken, an Charlottes Hotel. Charlotte? Charlotte hätte nie zugelassen, dass Robert den Fürstenhof verlässt. Das wissen Sie so gut wie ich. So gesehen haben Sie ja direkt Glück, dass Charlotte tot ist und nichts mehr dagegen unternehmen kann. Reden Sie bitte nicht so mit mir! Doch, das tue ich schon. Weil Sie anscheinend vergessen, wie kostbar es ist, ein Kind zu haben. Und das ist Robert, Ihr Sohn. Ihr einziger Sohn. Es ist Blödsinn, was Tanja mir da unterstellt. Ich
nicht so ganz sicher. Ich meine nur, sie hat manchmal wirklich einen guten Instinkt in so Liebesdingen. Vielleicht verdrängst du ja einen. Hör mir bloß auf mit diesem Psychokram, okay? Das ist Weibergeschwätz. Ich gehe, weil ich ein neues Leben anfangen will. Ohne Barbara, ohne meinen Vater, ohne die ständige Erinnerung an meine Mutter. Gut, dann magst du diese Miriam gar nicht. Miriam von Heidenberg, die mit ihren Pflanzen und Pferdefimmel, die kann von mir aus dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Alles klar. Was? Alles klar. Naja, Robert, ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen. Also wenn du so reagierst, dann ist da was dran an Tanjas Vermutung. Das ist ja zum Mäusemelken mit dir. Egal, was ich sage, du glaubst mir sowieso nicht. Ich gehe. Ich gehe, weil ich gehen will. Basta. Gut, dann geh. Aber ich sag dir eins. Wenn das wirklich Liebe ist, dann kannst du so weit weggehen, wie du willst. Das holt dich überall wieder ein. Ich kenne das. Vergleich mich bloß nicht mit Alexander. Zwischen dir und ihm, da war mal was. Zwischen mir und Miriam, da war nichts und wird auch nichts sein. Frau Sonnbichler, wo ist Robert? Ich denke, der ist weg. Der hat sich doch gestern schon verabschiedet. Wir brauchen keinen neuen Koch. Herr Saalfeld, das ist nett, dass Sie mir das zutrauen, aber ich kann Robert nicht ersetzen. Es will ihn ja auch keiner ersetzen. Das ist es doch. Haben Sie wirklich keine Ahnung, wo er stecken könnte? Na, woher soll ich denn das wissen? Ich denke, der ist weg. Das ist es ja. Aber Ihr Mann hat mir zum Glück die Augen geöffnet. Ich habe begriffen, dass ich Robert nicht verlieren darf. Ich kann nur hoffen, dass es nicht zu spät ist. Ist das hier ein Hotel oder ein Affenzirkus? Hallo Miriam. Ist das für Ihr Studio? Nein, das ist ein Rosmarin. Dann gehört ihr doch eigentlich in die Küche, oder? Robert hat ihn mir dagelassen zu pflegen. Jetzt sagen Sie bloß, der macht ernst und verlässt wirklich den Fürstenhof. Ich glaube, es fällt ihm auch nicht so leicht, aber nach dem Tod seiner Mutter und diesem Streit mit seinem Vater, es belastet ihn zu sehr. Entschuldigung, hat Robert das so zu Ihnen gesagt? Nicht direkt, aber nach seiner gefühlvollen Rede gestern war das eigentlich klar. Ja, nach außen hin schon, aber so in Wirklichkeit. Ich kenne ja den wahren Grund, warum Robert das weitersucht. Wenn es einen anderen Grund gäbe, dann könnte er mir das auch sagen. Nee, das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man Robert Saalfeld heißt. Tanja, nein. Wenn es... Okay, hören Sie. Ich sag Ihnen ja nicht irgendwas, was nicht stimmt. Außerdem können Sie froh sein, dass es Ihnen endlich jemand sagt. Ja, dann sagen Sie es auch endlich. Das fällt mir jetzt auch nicht so leicht, weil in erster Linie geht es ja um Sie. Um mich? Ich habe überhaupt nichts getan, weswegen Robert gehen müsste. Und dass meine Mutter mit seinem Vater liiert ist, dafür kann ich nun wirklich nichts. Sie haben immer noch nichts bemerkt, oder? Tanja, entweder Sie sagen mir sofort, was los ist, oder ich gehe und ich rede kein Wort mehr mit Ihnen. Okay, okay. Aber bitte, Sie müssen mir schwören. Schwören? Dass Sie Robert kein Sterbenswörtchen erzählen. Der reißt mir den Kopf ab. Also. Er verlässt den Fürstenhof, weil er Sie mag. Ja, genau. Weil er sie sehr mag. Stimmt? Ist so ein sturer Bock. Der würde sich eher umbringen, als zugeben, dass er sich in Miriam verliebt hat. Stattdessen poltert er, dass die Wände wackeln. Hat er wahrscheinlich von Werner. Alexander ist so anders. Trotzdem sind sie Brüder. Und ich bin ja auch wieder ganz anders. Dass wir zu einer und derselben Familie gehören, das ist schon komisch. Vielleicht hat Christian ja recht. Vielleicht sollte ich mich nicht immer so in die Probleme meiner Brüder reinhängen. Du bist es. Ich dachte schon,
ihr schon, das ist der neue Koch. Habt ihr schon einen? Nee, aber wir bräuchten ihn dringend. Das heißt, deine Mission Liebe bei Robert ist gescheitert? Ach, kläglich abgestürzt. Er hat mich überhaupt nicht an sich rangelassen. Tut mir leid für dich. Ja, mir auch. Ich weiß überhaupt nicht, wie Hildegard und ich das hier alles alleine schaffen sollen. Aber es ist ihm völlig egal. Die Seifelds treffen irgendwie eine Entscheidung von da oben und wir müssen das hier ausbaden. Es interessiert ihn überhaupt gar nicht. Was genau ist denn passiert? Ach, weißt du was, du hast vollkommen recht. Die Seifelds können mir gestohlen bleiben. Ehrlich. Mamas Lieblingsrose. Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr. Ich weiß genau, ich liebe den Fürstenhof genauso wie du. Ich war so glücklich, als du hier warst. Warum bist du so früh gestorben? Warum? Du fehlst mir. Du fehlst mir so. Oh Gott, Robert! Robert! Der hat mir gerade noch gefehlt. Ich bin so froh, dass du noch da bist, Robert. Und ich bin froh, wenn du wieder gehst. Der Robert, ich muss mit dir sprechen. Es ist alles gesagt. Eben nicht. Ich habe Fehler gemacht, die ich wieder gut machen will. Das ist doch wieder einer von deinen Tricks. Robert, ich werde dir jetzt etwas sagen. Ich werde Charlotte für tot erklären lassen und ihren letzten Willen erfüllen. Meinst du das ernst? Ja. Ich meine es verdammt ernst. Ich tue das alles für dich. Ich will dich nicht verlieren, Robert. Bitte, mein Sohn, bleib hier. Ich dachte, du willst den Fürstenhof verlassen. Das wollte ich auch. Aus irgendeinem Grund bin ich dann doch geblieben. Endlich Feierabend. Was machen wir denn heute noch? Für den Anfang ist das doch schon mal eine ganz gute Idee. Ich habe da noch ganz viel von, sag einfach Bescheid. Das mache ich bei dir oder bei mir. Freifrau von Thalheim, ich habe schon gedacht, Sie kommen nicht mehr. Aber. Dann gehe ich mal lieber. Los. Ich fahre Sie nach Hause. Nein, es ist ein bisschen Bewegung tut mir ganz gut. Ja, wirklich. Aber der Regen tut Ihnen nicht gut. Hm? Aber Herr Saalfeld, ich bitte Sie. Ich bin der Chef und Sie sind die Angestellte, ja? Und die Angestellte tut, was der Chef sagt. Oder? Ja. Okay. Wann soll es losgehen? Also ich würde sagen, ich ziehe mir noch was Ordentliches an und dann treffen wir uns am besten in der Lobby. Okay. Entschuldigung.